Ich möchte mit euch die 7 besten Orte nennen, die ich finde, wohin man auswandern könnte. Das ist eine Frage, die mir mehrfach geschrieben wurde, die mir auf Instagram gestellt wurde. Und damit ich da nicht einfach so drauf eingehen muss, möchte ich versuchen, euch hier so einen Überblick zu geben, bei dem ich auf verschiedenste Faktoren eingehe und euch einmal sage, wohin, denke ich, könnte man auswandern, sodass 4 Aspekte gegeben sind. Als erstes Sicherheit. Wir wollen keine Angst haben müssen. Aber als zweites auch Preisstandards. Mit dem Geld, das wir haben, das wir vielleicht verdienen, wollen wir gut leben. Communities, haben wir vielleicht die Möglichkeit, uns auszutauschen. Oder Nummer 4, Schwierigkeiten, ein Visa zu bekommen. Das heißt, hieraus möchte ich mit euch jetzt eine Art von Rangliste formen. Und da starten wir auch gleich mit der Nummer 7. In meinen Augen, der 7. beste Platz, falls ihr auswandern wollt, wäre Mexiko. Dafür kann ich euch jetzt viele Gründe nennen, aber nennen wir einen. Mexiko hatte die geringsten Einschränkungen. Weder Maskenpflicht noch irgendeine Art der Impfpflicht bei der Einreise. Es war sehr angenehm, dort zu sein. Das war irgendwann der Ort, wo jeder, der reisen wollte, hingeflogen ist. Ihr habt einen unglaublich schönen Lebensstandard dort. Ihr habt Traumstrände. Und ich glaube trotzdem, dass wir den Elefanten im Raum ansprechen sollten. Sicherheit. Kann man sicher dort leben? Und die Antwort ist ja. Das mag vielleicht dem widersprechen, was ihr in den Nachrichten hört. Aber ich denke, wir sind uns alle einig, dass all das, was wir bei der Pandemie gehört haben, vielleicht nicht hundertprozentig wahr ist. All das, was über die Altparteien gesagt wird. All das, was vielleicht über die Ukraine gesagt wird, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Das bedeutet, wenn ihr jetzt förmlich etwas hört über die Sicherheit eines anderen Landes. Es gibt gute Gründe daran, das anzuzweifeln. Weil der Staat, falls ihr euch andere Länder zu gut redet, dann verliert er im Grunde genommen seine Arbeiterbienchen, die fleißig Steuern zahlen. Deutschland hat ein massives Problem damit, dass die Leute, denen es noch gut geht, dass die gehen, weil ihr mit einer deutschen Ausbildung überall in der Welt gern genommen seid. Nochmal, wenn wir jetzt über das Schlechtreden sprechen, da muss man eine Sache sagen, die ihr vielleicht kennt. Es gibt ein Auswandererschutzgesetz. Und das Auswandererschutzgesetz besagt Folgendes. Es ist verboten, in Deutschland Werbung fürs Auswandern zu machen. Das solltet ihr euch erstmal vor die Augen führen, aber deswegen, ich halte Mexiko für einen sehr guten Ort. Und es war damals so, wenn ich es richtig im Kopf habe, ihr konntet sehr einfach einreisen, gerade aus Europa, wenn ihr ein klein wenig Geld auf dem Bankkonto hattet oder wenn ihr regelmäßiges Einkommen hattet. Falls ihr es nicht habt, ist das aber auch eine Sache, die ihr problemlos machen könnt. Schaut euch den ersten Link in der Beschreibung an. Der erklärt beispielsweise, wie das funktionieren könnte. Als nächstes die Vereinten Arabischen Emirate. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist Dubai. Es ist alles andere als rückständig, im Gegenteil. Es ist so, dass falls ihr dort bleiben wollt, ist das relativ einfach. Ihr könnt eine Firma gründen, ihr könnt dann damit einfach eure Familie anstellen. Dann könnt ihr im Grunde genommen auch steuerfrei damit agieren. So, das ist das, was viele wissen. Es gibt in Dubai nahezu keine Kriminalität. Ich habe einen Freund, einen guten Freund, viele meiner Freunde leben in Dubai, das muss ich sagen. Mir persönlich gefiel das nicht so sehr. Aber einer meiner Freunde hat seine Brieftasche in der Innenstadt auf dem Auto vergessen. Er sagte, nach 2 Stunden ist er zurückgekommen und die war immer noch dort. Könnte ich das in Deutschland vorstellen? Was ich in Dubai nicht mochte, ist, dass ihr eine große Ansammlung an Coaches habt, die sich darstellen, als wären sie wer weiß nicht was. Und falls ihr aber dort wohnen wollt, kann man sehr, sehr günstig leben. Also die Leute stellen es immer da, als wäre es unglaublich teuer. Das ist überhaupt nicht so. Ihr kriegt eine Wohnung unter deutschen Preisstandards. Also es ist günstiger als Deutschland, wenn ihr dort leben wollt. Ist die Frage, wo ihr leben wollt. Aber Dubai oder die Vereinten Arabischen Emirate garantiert ein Traumort, um dort zu sein. Und jeder sollte sich das mal angucken. Nummer 5. Lange Zeit mein Lieblingsland gewesen. Garantiert mein Lieblingsland aus Europa. Serbien. Wenn wir von Serbien sprechen, dann ist das eine Möglichkeit für jeden, der sagt, er möchte geografisch nah an Europa bleiben. Wir sind in Europa gelegen, ohne den moralischen Verfall. Es ist so, ihr habt das vielleicht mitbekommen, damals, es wurde die Propaganda für zum Beispiel die LGBTQ-Bewegung verboten. Und es war eines der Orte, an dem ich mich am wohlsten gefühlt habe. Mein Lieblingsort in Serbien war Niš. Ich bin da dort angekommen damals, ich bin ins Gym gefahren, das Gym mit Spa. Also mit Salzkammer, mit Pool, mit Sauna hat, ich glaube, 20 Euro pro Monat gekostet. Mit dem Taxi dorthin zu fahren, das war 1 Euro.
Also es war unglaublich, das Essen reichlich und unglaublich günstig. Und die Leute, mir hat einer dort gesagt, der dort gearbeitet hat, sie sind das Bangladesch Europas. Das heißt, sie haben unheimlich viele Jobs gemacht, die man ausgelagert hat dorthin. Aber die Leute sind glücklich. Also bis in die Nacht, 7, 8, 9 Uhr, habt ihr sie in Nice in der Innenstadt gesehen. Mein Lieblingsort mit Abstand aus Europa. Um das hier vielleicht auch einmal kurz zu machen. Es gibt häufig die Aussage, oh, Ungarn. Ich war in Ungarn, mir hat Ungarn überhaupt nicht gefallen. Ich war in Ungarn relativ zentral. Ich habe dort bin einen Monat geblieben. Und um euch jetzt ein paar Beispiele zu nennen, die für mich einprägend waren. Ich war in einem Restaurant und daneben mich hat sich ein Zigeuner mit einer Frau gesetzt. Hier willst du die kaufen. Und ich gucke, nein, ihr seht, die ist offensichtlich auf irgendwelchen Medikamenten, Drogen, was auch immer. Und dann guckte mich die Besitzerin auch an, skeptisch, also konnte nichts dagegen sagen. Man hatte irgendwie Angst davor, aber das war ein Beispiel. Dann, ihr habt unglaublich viel Prostitution. Ich erinnere mich auch daran, eines Tages ging ich raus und dann war eines unserer Nachbarhäuser war mit Fäkalien beschmiert. So, dass ihr auch dachtet, ich bin nicht hier in, das wirkte wie Sodom und Gomorra. Und ich persönlich halte sehr viel von Orban, der ja sehr, sehr konservativ ist, der seine Meinung sagt und sich gegen viele Dinge durchsetzt. Aber das lässt nicht hinwegsehen, meiner Meinung nach, über die Zustände, die teilweise, beispielsweise ich war in Budapest, herrschten. Das ist eine Sache, die müsst ihr selber entscheiden, aber dagegen wirkt Serbien wie im Grunde genommen ein geschützter Ort. An einem Ort, wo ihr im Grunde genommen auch komplettes Verbot habt von Prostitution etc. Also deswegen, ich bin dafür, dass man all solche Sachen durchsetzt. Einfach, dass die Gesellschaft Richtlinien hat, Richtwerte. Und es gefiel mir sehr, sehr, sehr viel besser. Aber deswegen garantiert Serbien. Nummer 4, Argentinien. Jeder von euch, der schon mal in Argentinien war, der weiß, dass ihr kommt euch vor wie in Europa. Es ist so, ich war in Buenos Aires, so. Und das war vergleichbar mit Spanien. Also es kommt euch vor wie Madrid oder auch, ich war in Malaga und da ist Buenos Aires eher noch sehr viel größer, sehr viel imposanter, aber günstiger. Es ist auch so, für jeden von euch, der Deutsch spricht, ist vielleicht eine Sache, die ihr wisst. Es gibt dort eine riesige Community an Deutschen. Ich glaube, es sind insgesamt 1 Million Deutsche dort, 200.000 Deutschsprachige oder sowas. Also wenn ihr dann dort geht, dann bekommt ihr es mit. Es gibt wirklich Deutsch. Ihr könnt euch mit Deutsch teilweise verständigen. Nicht so gut manchmal mit Englisch. Also das sollte man wissen. Aber es ist auch super einfach, dort zu bleiben. Es ist so, dass ihr damals, ich glaube, es waren 1,5 Millionen Pesos, in die Wirtschaft investieren musstet. Das waren damals 5.000, irgendwann 4.000 Euro. Jetzt inzwischen könnten es 3.000 sein. Da merkt ihr zwei Sachen dran. Erstmal, es ist sehr, sehr einfach, dort zu bleiben. Als zweites, das Land hat mit Inflation zu kämpfen. Aber es ist eines der sichersten Länder überhaupt. Argentinisches Fleisch sollte jedem ein Begriff sein. Das heißt, ihr könnt unglaublich gut essen. Die Frauen, das darf ich jetzt nicht mehr sagen, als verheirateter Mann, sind bildhübsch und sehr, sehr offen. Alles sehr, sehr europäisch. Unglaublich schönes Land. Ich habe überlegt, sollte man nicht vielleicht sich überlegen, irgendwann dorthin zu gehen. Gehen wir weiter auf Platz Nummer 3, Indonesien. Und da habe ich Indonesien gewählt. Mein Lieblingsort für lange Zeit war Bali. Und bis zur Pandemie war es so, dass ihr unglaublich günstig leben konntet. Ihr hattet Poolvillen dort, ihr hattet unglaublich gutes Essen. Ich habe damals dann teilweise Villen gehabt für 500 Euro mit Pool, unheimlich zentral, damals dann in Canggu. Ihr habt aber auch andere Orte, beispielsweise Uluwatu, das nicht so sehr erschlossen ist, das noch nicht hundertprozentig so touristisch ist. Oder auch Uluwatu, was so ein bisschen das spirituelle Mekka ist. Das fand ich sehr, sehr crazy. Kann man sich vielleicht mal anschauen. Da habt ihr dann unheimlich viel freie Liebe, unheimlich viele Leute, die dorthin gehen. Ihr habt kein westliches Zeitgefühl. Und der Hauptgrund, warum habe ich das nur auf Platz 3? Weil Indonesien teurer wird. Bali ist irgendwann auch dann mit dem Krieg in der Ukraine, auch mit dem, was gerade passiert in Europa, ist es so, dass die ganzen Leute dort quasi hingehen. Das heißt, ihr habt riesige Communities, ihr könnt dort Deutsch sprechen. Ihr habt Orte, wo ihr teilweise nur noch Europäer habt, was unglaublich angenehm ist, auch so für das allgemeine Wohlbefinden. Jetzt
man muss sich fragen, jetzt nochmal als kleiner Einwurf von mir, wenn wir in Deutschland uns so sehr darüber ärgern, wenn es andere Einflüsse gibt, frage ich mich immer, wie sieht man das so in Bali? Zur Pandemie beispielsweise war es so, dass die Leute dort gehungert haben und das indonesische Volk, es ist nicht aggressiv. Also in Südamerika beispielsweise, wenn das Volk, die Urbevölkerung, wenn ihr so wollt, wenn die gehungert hätte, dann hätte es irgendwie Gewalt gegeben. In Bali überhaupt nicht. Die Leute mit einer stoischen Ruhe haben das ertragen. Vielleicht auch die Einstellung, die man dort hat, dass man wiedergeboren wird, dass alles zählt. Also unglaublich freundlich. Wir haben dann damals dort durch eine Freundin, haben wir Reis immer überall hingebracht, weil die wirklich unter der Pandemie gelitten haben. Es ist ein Land, das von Tourismus lebt. Aber um jetzt wieder zum Punkt zu kommen, wahnsinnig toll, um dort zu leben. Unglaublich günstig, auch wenn es teurer wird. Aber deswegen waren das jetzt Punkte, auch Orte, mit denen ich mich mehr beschäftigen wollte. Beispielsweise Java, sodass ich mir anschauen wollte, vielleicht kann man dort ganz schön leben, weil die Orte dort sind genauso traumhaft, grün, günstig, aber bei weitem noch nicht an die Preise, die jetzt beispielsweise in Bali vorherrschen, angepasst. Und ihr könnt unheimlich, unheimlich günstig und gut dort leben. Ich habe damals eine Firma aufgemacht dort. Das waren, ich glaube, für 2 Jahre waren das 3.000 Euro. Also damit ihr ein Bild habt, damit könnt ihr dann 3 Leute haben oder 5 Leute bis zu insgesamt, die dort wohnen, über Jahre. Also das für euch. Ort Nummer 2, Phuket, beziehungsweise Thailand. Und hier muss man unterscheiden, wie wollt ihr in Thailand leben. Ich bin hier gerade in Phuket und ich liebe Phuket. Für jeden von euch, der das nicht gesehen hat, ihr habt das im Vlog vielleicht gesehen, wir haben hier Palmenbäume, also wir trinken die Kokosnüsse aus unserem Garten. Wir haben unglaublich tolles Essen. Ihr habt wahnsinnig viel Kampfsport hier. Das heißt, für mich jemand, der gerne westlich lebt, ihr habt hier das Thai-Box-Mekka, ich kann überall hinfahren. Wir haben unheimlich viele westliche Restaurants. Ihr habt eine hohe Anzahl an Michelin-Sterne-Restaurants, die aber überhaupt nicht vergleichbar sind mit europäischen Standards. Also wenn ihr hier jetzt in ein Sterne-Restaurant geht, dann ist es so, dass ihr ein wirklich tolles Steak für 30 Euro haben könnt im Restaurant. Ihr bezahlt, wenn ihr irgendwo hingeht, ein Freund von mir hat ein 5- oder 7-Gänge-Menü für 200 Euro mit seiner Freundin gehabt. Und da reden wir davon, da habt ihr, also das wäre was ihr auf Instagram teilen solltet. Unglaublich toller Ort. Ich bin jetzt hier auch in Phuket, das muss ich auch sagen, es ist nicht eine rein freiwillige Entscheidung. Meine Frau wollte am Meer leben, aber ich wäre sonst vermutlich nach Chiang Mai gegangen. In Chiang Mai damals, das war immer so mein Rückfallort, falls ich irgendwann nichts mehr habe. Ich habe mich ja damals selbstständig gemacht und ich dachte, falls das alles schief gehen sollte. Da hatte ich in Chiang Mai eine Wohnung für 80 Euro. Ein Einzimmer-Apartment, unheimlich schön, unheimlich zentral. Ich bin angekommen in Chiang Mai damals. Wir haben ein Taxi genommen in damals das Hotel. Ihr könnt ein Hotel, wenn ihr im Hotel dort lebt, bezahlt ihr 300 Euro für den Monat. Es ist so, dass ich dort angekommen bin und ich weiß noch, es ist dort das Maya, heißt das. Das ist so ein Einkaufszentrum und dort habt ihr riesige Plakatwände. Ich dachte, ich bin in New York angekommen. Also für jeden, der denkt, irgendwie Thailand ist rückständig, schaut euch das deutsche Internet an. Erzählt mir, mit welcher Stadt in Deutschland ihr sowas vergleichen wollt. Ihr könnt aber gleichzeitig dann beispielsweise in Chiang Mai könnt ihr Streetfood haben für 1 Euro. Ihr kriegt frische Fruchtdrinks für ebenfalls 1 Euro. Also ihr könnt, das war immer mein Rückfallplan, falls alles schief geht, dort mit vielleicht 400-500 Euro überleben. Natürlich nicht unglaublich luxuriös, sondern einfach auf gutem Level. Viele Rentner gehen dann gerade an solche Orte. Aber ich hoffe, ihr kriegt das Bild mit, unglaublich gut zu leben. Dann kommen wir auf Platz 1. Platz 1 ist Da Nang. Und ihr merkt, dass die letzten 3 Orte, die ich genannt habe, das sind alles asiatische Orte. Es ist so, dass ihr in Asien keine Kriminalität habt. In Thailand, auch so, wenn wir das sprechen, in Indonesien gibt es keine Kriminalität, gefühlt. Hier in Thailand auch nicht. In Thailand gibt es eine Regel, ihr legt euch niemals mit Thais an. So, das war das Erste, als ich damals nach Thailand gekommen bin, was auf so einem Zettel stand. So 7 Regeln für Thailand. Regel 1, don't drink tap water, trink kein Leitungswasser. Regel 2, never start a fight with a Thai. Also, das Ganze gilt für jeden Ort. Ihr könnt nicht in Streit kommen, überall, und jetzt bleiben wir mal bei Vietnam, wenn ihr die Leute jetzt irgendwie lange in der U-Bahn angucken wollt, würdet. Das ist ja die asiatische Mentalität, dann würden die irgendwann weggucken, weil es geht im Grunde genommen das Gesetz, verliere dein Gesicht nicht. Die würden sich entschuldigen eventuell, weil sie denken, vielleicht haben sie was falsch gemacht oder haben was im Gesicht.
Aber das, was ihr in Deutschland kennt, wo es ja faktisch möglich ist, in eine Schlägerei zu kommen, weil ihr irgendwo mal eine Sekunde zu lange hingeguckt habt, das gibt es hier nicht. Und auch so, man setzt sehr, sehr strenge Regeln durch. Also hier ist es so, dass nahezu alle Leute sich benehmen, speziell auch in Da Nang. Es gibt dort keinen Streit. Es gibt manchmal Polizei, die euch als Cash-Cow sieht. Das heißt, die sieht, Mensch, hier, wenn ihr irgendwas macht, dann geht man strenger mit euch zu Gericht. Aber der Weg ist immer einfach. Es ist, ihr bezahlt. Das heißt, ihr werdet ohne Führerschein erwischt, ihr bezahlt. Und die Preise jetzt, ich will das gar nicht zu tief gehen, 15 Euro, 20 Euro, je nachdem, wie viel ihr zahlt. Also ich habe das in Vietnam mitbekommen, das war so, wie jedes Gespräch startet. Da wurde ein Schweizer von mir festgenommen. Ist unter so einer Unterführung durchgefahren, durch die durfte man nicht fahren. Und die Polizei stand dort, nahm uns beide, die durch die Unterführung fuhren, hoch. Und dann fingen sie an, sprachen zu uns beiden und das Erste, was sie sagen, Jail. Und dann saht ihr, der Schweizer kam nicht zurecht. Wir sind das aus Europa anders gewohnt. Die Polizei, wenn die was sagt, das autoritär, fing an zu zittern. Und ich wusste, warum sie das machen. Man versucht zu gucken, wie hoch kann man gehen. Je schlimmer die Alternative ist, desto wahrscheinlicher ist, dass ihr irgendwas zahlt. Ich sprach dann schon auf Deutsch mit ihm. Ich sag, guck, sag einfach, okay, steckt mich ins Gefängnis. Was er nicht machte, so, aber der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ihr haltet euch nicht an Regeln, ihr müsst die Konsequenzen tragen. Aber die Konsequenzen hier sind erschwinglich. Die Konsequenzen hier sind, dass ihr das im Grunde genommen alles tragen könnt. Und ihr habt ein wahnsinnig gutes Leben, solange ihr euch an Regeln haltet. Ihr respektiert die Kultur. Ihr seid niemals unfreundlich zu Leuten, die Autorität haben. Und im Grunde genommen, ihr haltet euch auch an alle weiteren Regeln. Dann habt ihr ein wahnsinniges Leben. Bleiben wir jetzt bei Da Nang. Dann habt ihr Traumstände dort. Also es gibt verschiedenste Strände, aber die Preise in Da Nang sind im Grunde genommen wie in Thailand vor 30 Jahren. Also wenn ihr dort jetzt irgendwie euch liegen holt, dann hat mich das nichts gekostet. So, auch Getränke dort oder bleiben wir mal bei Wohnungen. Wenn ich dort ein Hotel genommen habe, wir waren dort in wirklich guten Hotels, kostet euch das 500 Euro pro Monat. Also nur, dass ihr es einmal hört. Da Nang, das ist das, wie ihr euch Asien vorgestellt habt, wie man sich Thailand vorgestellt hat vor langer Zeit. Ich habe es bis heute leider immer noch nicht in die Philippinen geschafft. Sonst würde ich euch gerne sagen, wie die Philippinen aussehen. Viele sagen auch, die Philippinen sind das Thailand, das es vor 10, 20 Jahren waren. Aber wie gesagt, ich kann das nur sagen, hier jetzt aus Phuket, ihr seht das, traumhaft alles. Es ist manchmal schwierig für viele, die hier sind, sich irgendwie noch an Standards zu halten im Westen, dieses Arbeiten, dieses im Grunde genommen, weil ihr zufrieden seid hier, es ist warm, es ist angenehm. Das ist einfach so, das sind meine besten Orte für jeden von euch, der sagt, ja, aber wie soll ich mir das finanzieren? Schaut euch den ersten Link in der Beschreibung an. Das war's erstmal hiermit. Bis zum nächsten Mal.